Heute werde ich Chris nehmen, was er am meisten liebt. Ja, hast du Bock? Hast du Bock? Hast du Bock? Alter. Ja, Leute, wir sind Max und Chris. Naja, sagen wir es so, ohne Chris. Er hat mir ja richtig, richtig krass die Ehre genommen mit diesem scheiß Feuerlöscher. Und heute werde ich Chris nehmen, was er am meisten liebt. Ich habe da etwas vorbereitet. Ich denke mir jetzt so, hä? Was willst du mit dem ganzen Zeug? Ich werde Carina entführen. Und er kriegt sie erst zurück, wenn er alle meine teuflischen Aufgaben erfüllt hat. Ich habe keine Ahnung, was hier schon wieder los ist. Ich kam heim und habe diese Nachricht hier gelesen. Deine Freundin ist fort an einem anderen Ort. Schreibe mir Hallo auf WhatsApp, wenn du das liest. Du wirst nicht glauben, was du dann siehst. Na gut, Leute. Schreiben wir ihm wohl mal auf WhatsApp. Ach Mann, ich hasse ihn. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt, was der wieder vorhat. Ey, ich schreibe ihn jetzt einfach mal. Ich dachte gerade einfach, ich komme ganz entspannt nach Hause. Sehe meine liebe Carina. Nee. Mal wieder nicht. Danke. Deine Freundin ist fort an einem anderen Ort. Schreibe mir Hallo auf WhatsApp, wenn du das liest. Du wirst nicht glauben, was du dann siehst. Was könnte er jetzt schon wieder vorhaben, ey? Freunde, ich ahne Böses. Nach 10 Minuten bekomme ich jetzt... Chris, ich habe Carina entführt. Du hast schon richtig gesehen. Ja? Leute, solltest du es nicht schaffen, innerhalb von 2 Stunden sie zu erreichen, erleidet sie das gleiche Schicksal, wie es mich erlitten hat. Hilf mir, sagt er. Ich dachte gerade schon, den führt der Lava doch scheiße, als ob der... Jetzt macht der das mit dem Feuer. Um sie wiederzukriegen und sie vor dem Schrecken zu bewahren, musst du mehrere Rätsel lösen. Nee, ich hab keinen Bock. Solltest du es schaffen, innerhalb der 2 Stunden hier anzukommen, dann wird sie verschont. Ja, wenn nicht, ja, du weißt ja, was sie blüht. Nein, also will er jetzt von mir, dass ich in 2 Stunden dahin komme, ansonsten sprüht er sie mit dem Feuerlöscher ein? Kommen wir zu Rätsel Nummer 1. Wir sind dort schon mal hingereist, allerdings nur zu zweit. Ein Bull ziert das steinerische Feld. Findest du den Ort, bist du ein Held. Bist du da, bekommst du deine 2. Aufgabe geschwind. Schick mir ein Foto, wenn du da bist, mein liebes Kind. Sei schnell, sonst ist deine Gattin nicht mehr aktuell. Beeil! Alter, ich habe keine Ahnung, was er von mir will. Nochmal. Was sagt ihr denn da? Also, Carina. Ja, wie geht's dir? Prima, gut, gell? Also, Leute, ich muss dazu sagen, Carina ist nicht wirklich entführt. Ach, ein Wunder! Ja? Das ist sozusagen ein Prank an Chris. Chris soll ja nur denken. Ja, oder ein Rätsel-Prank quasi an Chris. Chris soll ja nur denken, ihr geht scheiße. So, wir haben das zusammen abgesprochen, deswegen... War die Entführung auch besonders schwer, muss man dazu sagen. Ich hab dich schon überwältigt und so, ne? Ja. Ich hab dich gefangen genommen und jetzt hier natürlich auch... Aber das ist ja alles echt, ne? Ja. Jetzt muss ich auch... Ha, hallo! Das geht auch so. Okay, aber das Seil mache ich auch. Okay. So, Sie können bitte wieder aufstehen. Also Carina, oh, sexy. Wenn du mal kein Haarband habt, nimm einfach ein Küchentuch, ne? Ja, wir sind ja einfach nur mal gespannt, wie lange Chris wirklich braucht. Jetzt ist auf jeden Fall, wie viel Uhr? 14 Uhr irgendwas. Okay, kurz vor 3, mal gucken. Ich glaube, am ersten wird er am längsten brauchen. Das checkt er wieder nicht. Wir sind dort schon mal hingereist. Alter, was meint er? Leute, egal, ich kann keine Zeit verlieren. Ich muss auf jeden Fall ins Auto jetzt. Das darf nicht passieren, dass Carina das abbekommt. Das hat die niemals verdient, sowas. Niemals. Scheiße, Mann, ich habe einfach keine Ahnung, was der meint. Eine Burg. Wir waren einmal am Dom zu zweit, aber Dom ist doch keine Burg. Dom ist eine Kirche. Dann waren wir am Rudolfsplatz damals, aber waren wir nicht zu zweit. Da war ja Lisa und Carina auch noch dabei. Aber da sind wir zu zweit hingerannt. Jetzt ist natürlich wieder Interpretationssache, was der damit meint. Burg, wo gibt's noch eine Burg? Burg bei uns in der Heimat kann ja nicht sein. Chris, denk nach. Hingereist, allerdings nur zu zweit. Ja gut, eigentlich zum Rudolfsplatz sind wir zusammen hingereist. Ich fahr da jetzt hin zum Rudolfsplatz. Mir geht gerade irgendwie voll die Düse und ich hasse Max. Ich hasse ihn einfach, weil seine Beschreibungen sind immer so schlecht. Warum sollte er jetzt den Rudolfsplatz wählen, dachte ich mir jetzt eigentlich schon, wo ich hinfahre. Aber ich kenne keine andere Burg. Aber da mussten wir ja schon mal hin. Aber vielleicht, wie ich einen Idiot kenne, nimmt er genau deswegen genau das Gleiche. Naja, mal schauen. Ich bin jetzt gleich da. Ich werde einfach versuchen, mit meinem Handy jetzt hier einfach ein Bild aus dem Auto rauszumachen. Oh, es ist schon wieder grün. Scheiße. Okay, Freunde, ihr seht hier das Tor. Ich mache hier das Bild. Wuhu!
Max, nur für dich Pimmel parke ich sogar auf dem Taxiparkplatz. Hoffentlich schickt er mir jetzt aber auch, er schickt mir noch nicht, hoffentlich schickt mir jetzt den richtigen Hinweis. Was auch immer. Boah, Leute, ich bin so geschockt. Leute, die Zeit rennt. Er liest und schickt mir nicht mal eine Nachricht. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Mann. Wir haben uns das zu essen geholt. Einfach aus dem Grund, weil wir dachten, Chris braucht länger. Aber er hat uns schon dieses Bild geschickt. Chris ist am Rudolfsplatz angekommen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dann schicken wir ihm doch direkt mal Tipp Nummer 2. Herzlichen Glückwunsch, Chris, du hast es geschafft. Es stimmt. Kommen wir doch gleich direkt zum nächsten Rätsel. Du bist am Rudolfsplatz angekommen. Ja, da schau an. Deine Freundin ist am Verhungern. Also streng dich mal an. Den nächsten Hinweis, wo ich sie gefangen halte, erhältst du, wenn du... Er will mich doch einfach verarschen. Ja, was, wo du sie gefangen hältst? 3 verschiedene leuchtende, köstliche Früchte hältst in deiner Handfalte. Schick mir ein Bild und der nächste Hinweis kommt sofort. Was? Leute, ich werde alles geben. 3 verschiedene leuchtende Früchte. Ich muss irgendwo einen Supermarkt finden. Okay, Leute, nächster Supermarkt ist ein Rewe hier in der Nähe. Wir brauchen 6 Minuten. Die Zeit rennt. Fuck, die Zeit rennt. Leuchtende, Banane, Orange und eine Limette. Banane, Orange, Limette. Alles klar, let's go. Oh mein Gott, Leute. Kennt ihr den Moment, wenn ihr einfach verkackt habt? Ich habe immer Geld dabei. Ich habe heute kein Geld dabei. Ich habe jetzt 1,10 Euro hier gerade noch im Auto hier drin gefunden. Und hier habe ich 2 Pfandflaschen. Die werde ich beide noch abgeben. 1,50. Aber ich glaube, da kriege ich keine 3 Früchte zusammen. Egal, eine Tomate muss auch zählen. 50 Cent, meine hoffentliche Rettung, Freunde. Wir kriegen hier eine Limette für 69 Cent. Eine ganz, ganz kleine Mandarine vielleicht. Und noch was ganz, ganz anderes Kleines. Einen kleinen Apfel. Hoffen wir mal, dass es reicht. Okay, Leute, ich schwöre, ich muss nochmal umdisponieren. Ich habe jetzt hier 3 Früchte. Eine Limette, eine Mandarine und eine fucking Kiwi. Die leuchtet zwar 0,0, aber ich werde ihm jetzt einfach schreiben, ich hatte kein Geld. Bitte sei gnädig mit mir. Kurzes Selfie. Bitte sei gnädig mit mir. Hab meinen Geldbeutel daheim vergessen. War nicht mehr drin. Mann, Freunde, ich will Karina da nicht mehr sitzen sehen. Mich regt es so auf. Ich kann die da nicht mehr sitzen sehen einfach. Ich schwör's euch, ich stink so hart, weil ich so Angstschweiße irgendwie hab. Das ist so schlimm. Alter, der Typ ist so blöd. Der hat einfach seinen Geldbeutel vergessen. Aber er hat 3 Früchte zusammengekriegt. Ah ja? Er hat dazu geschrieben, war nicht mehr drin, bitte sei gnädig mit mir. Chris, wir sind gnädig, oder? Weil er ist, ja, hat er 3. Hat er 3 Früchte und hat kein Gemüse oder so genommen. Dann schicken wir ihm doch den letzten Tipp. Nein. Herzlichen Glückwunsch, Chris, du bist deiner Gattin einen Schritt näher. Ich sehe hier einen Zahlendreher. Rufe diese Nummer, die hier eingeblendet ist, an und du kommst weiter voran. Sei schnell, denn sonst, was passiert sonst? Das hier passiert. Hast du Bock? Hast du Bock? Hast du Bock? Alter. Ja, und sein scheiß Feuerlöscher. Zahlendreher. Okay, Chris. Einfach rückwärts, oder? 01. Okay, ich versuch's mal. Versuch mal, die Nummer einfach rückwärts anzurufen. Zahlendreher, sagte er. Keine Nummer geht mit 27 los. Okay, schauen wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Lol, ich weiß, wer es ist. Ich habe die Nummer sogar eingespeichert. Hallo. Ich brauche meinen Hinweis, Mann. Ja, ganz so blöd bin ich ja auch nicht. Okay. Sehr nah am Ziel. Das hört sich doch gut an. Okay, schnell, die Zeit rennt. Jo, danke, ciao. Leute, wir sind gleich am Ziel und wir sind noch gut in der Zeit. Sehr, sehr gut in der Zeit. Max, du Pimmelpratz, erstmal wieder verloren. Leute, kurz Fun Fact, kennt ihr die hier? Mit denen bleibt ihr immer cool. Cool. Ne, die sind aus Holland, die sind so abgefahren, die Teile. Ich krieg gleich einen Standort geschickt und da fahren wir jetzt ganz schnell hin. Ah, und er hat noch dazu geschrieben, aber nur weil ich ganz gnädig bin. Okay, Leute, wir haben den Standort. Was zur Hölle, wo ist denn das? 26 Minuten mit dem Auto. Oh Gott. Okay, wir müssen Gas geben, Leute. Also, bis gleich. Also, wir haben gerade Bescheid gesagt bekommen. Chris ist aus dem Weg hierher. Logischerweise sitzen wir jetzt nicht mehr auf dem Stuhl, sondern... Wir werden ihm jetzt im Dunkeln erstmal ein bisschen tabeln. Sondern wir werden ihm jetzt. Auf jeden Fall werden wir ihm jetzt einfach in den Regen stehen lassen. Und zwar, wir befinden uns jetzt einfach gar nicht auf unserem Platz, sondern wir verstecken uns hier. Und wenn wir ihn sehen, dann versuchen wir ihm hinterher zu laufen und seine Verwirrtheit zu filmen. Ja, klingt nach Logik. Ja, hoffentlich klappt alles. Wir sind jetzt tatsächlich in 2 Minuten da. Ich bin so gespannt. Ich hätte niemals mit dieser Location hier gerechnet. Gut, ich wusste irgendwo im Wald, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich den Ort sogar eigentlich kenne. Also immer, wenn ich zu Max fahre, fahre ich hier vorbei. Ich bin
gespannt, was mich jetzt erwartet hier bei dem Arsch. Auf jeden Fall dürfte eigentlich nichts passiert sein, denn wir sind auf jeden Fall in der Zeit. Wir sind sehr, 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 sehr gut in der Zeit sogar. Da ist er. Da ist er. Hat er es gesehen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Freunde, ich sehe da einfach schon das Auto. Ich sehe schon das Auto. Jetzt bin ich nur noch gespannt, wo die denn sich rumtummeln hier. Scheiße, wir sind da. Diese Mandarine nehme ich auf jeden Fall mit, um diesen Penner zu bewerfen. Was ist los? Echt? Okay, Freunde, ich gucke mir jetzt mal nochmal die Datei an, um ungefähr rauszufinden, wo die zwei sich rumtreiben könnten. Komm, komm, der läuft zu uns, scheiße. Waren die hier auf der Bank? Nein, oder? Nein, die sind nicht hier. Komm, komm, komm. Warum läuft der zu uns? Bleib stehen! Bleib stehen! Aua! Ah! Ah! Aua! Aua! Oh! Ach, kacke! Hey. Ja, was ist jetzt hier? Hier ist ja gar nichts! Hau ab! Hau ab! Warum wurfst du mich denn jetzt ab? Guck mal meine Hose jetzt an! Mich hat's voll reingelegt! Oh, und mir hat's irgendein... Er hat irgend so einen Ast in den Rücken reingehauen. Ja, nicht nur dir. Wir wollten uns eigentlich einfach hier verstecken und du solltest da runterlaufen, weil da vorne steht der Stuhl. Was ist jetzt hier überhaupt los? Ja. Habt ihr mich beide verarscht oder was? Ja. Ja. Ciao, gell? Tschüss. Kannst du den Stuhl gleich mitbringen? Ja, ja, könnt ihr selber machen. Wo geht's überhaupt raus? Chris, it's a prank. Let's go. Bruder, ey, jetzt komm raus, Mann! Da bin ich sauer! Das ist richtig nett. So ein Witz, oder? Das kann doch gerade einfach nicht. Das kann doch nicht ernst sein. Ich würde mal sagen, bestimmt war das hier das mit dem Video. War wieder hammergeil auf jeden Fall hier. Hab mich jetzt noch verletzt und bin hier durch den Wald getobt für nix. Abonniert auf jeden Fall meinen neuen Kanal, Chris Chimi auf YouTube, Leute. Bis dahin. Ja.